Willkommen zurück zu New Pokémon Snap. Lang ist das her. Leute, ich habe das Spiel schon fast komplett, ja, ich weiß nicht, vergessen. Es ist jetzt wirklich lange, ich glaube 2 Monate fast, dass ich das letzte Mal New Pokémon Snap gespielt habe. Den Namen kenne ich immer noch nicht. aber ich möchte das Spiel zumindest, was die Story angeht, zu Ende bringen. Ich habe jetzt wieder endlich Zeit zum Spielen und auch dafür Let's Plays zu machen. Ich mache das sehr gerne. Und ich wollte auch nie so eine lange Pause machen, aber es ging einfach gar nicht. Und andere Sachen haben halt Priorität. Das ist ein Hobby. Das ist ein Hobby, das mich wirklich ein bisschen Zeit kostet, das ich aber auch sehr gerne mache, weil es mich einfach dazu bringt, Videospiele zu spielen. Ja, ich meine, ich habe schon immer gerne Videospiele gespielt. Bevor ich Let's Plays gemacht habe, hatte ich aber wirklich so ein ganz langen Zeitraum, wo ich gar nichts gespielt habe, weil mir irgendwie so die Motivation gefehlt hat. Und Let's Plays haben mir so ein bisschen, ja, die Gelegenheit gegeben, wieder Videospiele zu spielen, und ich bin sehr dankbar drum und natürlich mache ich auch gerne weiter. So, aber ja, die lange Pause hat auch dafür gesorgt, dass ich jetzt total aus dem Konzept bin. Ich hatte eigentlich vor, New Pokémon Snap zu 100% zu spielen, das werde ich nicht mehr machen. Ich werde es aber natürlich, ja, die Story werde ich noch durchspielen und ich glaube, da kommt auch nicht mehr so viel. Wir haben ja dieses neue Gebiet in Durus, das weiß ich noch. Entlegene Höhle. Mhm. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt rein. Und genau, da waren wir und da haben wir jetzt die Lumina-Zone. Okay, dann machen wir die Lumina-Zone in Durus. Ich bin gespannt. Ja, die lange Pause hat auch dafür gesorgt, dass ich viele andere Spiele, die ich gerne hätte spielen wollen, nicht spielen konnte. Sowas wie Mario Golf zum Beispiel. Das kann ich natürlich jetzt nachholen, aber irgendwie fehlt mir dafür die Lust. Naja, egal, jetzt geht's hier los. Das Pokémon, das wir suchen, ist ganz in der Nähe. Groudon? Stalos! Ja, das ist Stalos. Ach krass. Sei vorsichtig. Sich zu schnell zu nähern kann gefährlich sein. Mach langsam. Ich muss nur gucken, wie man das hier überhaupt spielt. Naja, es war ein Bild. Okay, scannen kann ich hier nichts. Das war ein cooler Kristall. Ich habe keine Punkte, ich weiß aber trotzdem. Das ist bestimmt im Tunnel. Kann ich vielleicht... Nee. Da im Tunnel oder was? Was ist los? Hier im Tunnel? Ah, es wäre fast ein richtig gutes Bild gewesen. Schade. Stalos ist da. Oh, sieht das nicht cool aus? Ich muss das mal zum Leuchten bringen, fällt mir ein. Ah, ich kann das Spiel nicht mehr. Stalos, wo bist du? Ich muss das mehrmals mit der Lumina-Kugel treffen, weil es zu groß ist. Okay, kann ich verstehen. Da ist eine Blume, die ich ganz gut nicht treffe. Nice. Oh, das leuchtet sogar sehr schön. Eine Präsenz im Nebel, okay. Ich sehe halt gar nichts, was da ist. Doch, da unten sehe ich nichts. Schade, das ist einfach nur der Boden. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich hier jetzt gar nicht klarkomme. Wahrscheinlich ist auch gleich die Strecke vorbei. Ich habe mir ein Bild von Stalos, so schlimm ist es nicht. Aber es geht halt immer besser. Ich weiß aber auch gar nicht, wo es sein soll. Da ist nochmal eine Kristallblume. Wo denn? An der im Vorsprung. Kann ich aber von hier gar nicht treffen. Nee, nee, dann lasse ich's. Da hinten ist noch eine. Wieso sind die immer so schwer zu treffen? Wo ist es?
Oh, hier ist das Ende. Oh, es war jetzt richtig schlecht. Das Signal entfernt sich. Ja, sorry, aber das war jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Und ich habe kein Bild vom illuminierten Stalos gemacht. Sehr schade. Ja, naja. Ich bin aus der Übung. Sagen wir es so. Holen wir gleich nach. Ich dachte, ich würde das normale Stalos zeigen, wirklich. Wow. Ja, dann danke dafür. Was war das denn jetzt? Oh, furchtbar. Mann. Na egal. Darf ich auch nicht so schnell sein? Das kann auch sein. Ich kann es aber auch nicht treffen. Es ist viel zu schnell. Oh, sieht das cool aus. Okay. Ja, jetzt passiert wieder gar nichts. Ich meine, es wird ja irgendwo hier sein. Klar. Vielleicht war ich auch das letzte Mal zu schnell. Ich habe mich ja extra schnell bewegt. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Kann schon sein. Ah, da unten war es, okay. Aber wenn ich den Scanner annehme, dann wird es mir auch nirgendwo angezeigt. Wenn es da rauskommen würde, das wäre so schön. Aber das passiert nicht. Vielleicht auf Stufe 2. Wird es dann hier mehr los. Und jetzt gerade ist ja halt einfach gar nichts und das ist echt schade. Okay, dann würde ich sagen, ich darf die Erkundung nicht einfach beenden. Ah, dann gehe ich hier mal einfach auf Turbo. Hierdurch, ich habe ja das eine Bild, das reicht erstmal. Dann erreichen wir Stufe 2 und können dann weitersehen. Nur, ja. Jetzt gerade sehe ich hier wenig Sinn. Wobei ich diese Kristallblumen mal ganz gern treffen würde. Ich weiß nur gar nicht, wie man das machen soll. Ha! Bin gut. Die da hinten ist nicht so schwer, die liegt ja ziemlich gut. Yes, yes, komm. Okay, aber das weiß ich jetzt. Also dann werde ich hier das Stalos einmal ganz gut fotografieren können. Es ist weg. Ich weiß. Könnte ich dich bitten, einen kurzen Umweg zu machen, bevor du zurückkommst? Das ist aber ungewöhnlich. Mir ist etwas aufgefallen, als du Stalos gefolgt bist. Okay. Aber laut dem Scan ist er natürlich nicht entstanden, sondern durch. Ist er nicht natürlich entstanden, sondern durch Menschenhand. Okay. Der durch nur Stalos. Da habe ich gerade nicht hingeguckt. Der Gang hier, okay. Wow, was ist das für ein Ort, Professor? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnten weitere Ruinen sein, die etwas mit dem Lumina-Phänomen zu tun haben. Oder mit dem Lumina-Pokémon. Okay. Das ist wirklich von Menschenhand. Milotic. Oh, nicht nur Milotic. Alle. Armod, Meganie. Milotic?
Ramoth, Stalos, Lusadin, Meganie. Nicht zum Leuchten bringen? Ist hier sonst noch irgendwas Auffälliges? Die Luria-Region? Was? Blumen? Hm, scheinen die Farben zu sein. Ja, es sind die Farben von Lorges und Flabébé und so. Von den Meteoriten. Ja, hier ist der Meteoriteneinschlag, aber die Pokémon waren vorher da. Und noch ein weiteres Pokémon in der Mitte. Okay. Dann gehen wir erstmal. Aber krass! War nicht eigentlich die Theorie, dass das Lumina-Phänomen erst nach dem Meteoriteneinschlag entstanden ist? Weil das kann ja jetzt nicht stimmen. So, dann zeigen wir erstmal ein gutes Stalos-Bild. Moment. Automatische Auswahl. Ja, nehmen wir ruhig das. Luminazone. Stalos. Na gut, 4000 Punkte ist aber beim Lumina-Pokémon auch nicht so ungewöhnlich, von daher okay. Und Forschungslevel Stufe 2. Levelaufstieg. Du hast das Lumina-Pokémon Stalos im Fotodex registriert. Du hast den Forschungstitel Der unterirdische Wächter erhalten. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Bin ich immer, Professor, bin ich immer. Ich brauche eigentlich schon ein gutes Bild. ja, habe ich leider nicht. Zum Basiscamp. Mal gucken, wie viele Parts wir hier noch rauskriegen. Alle Inseln. Und alle Strahlen gehen auf irgendein neues Gebiet im Meer. Sieht so aus, als wäre das nächste Gebiet unser letztes Ziel. Seid ihr alle bereit? Okay. Diese Wandmalerei hat mich wirklich überrascht. Mhm. Sie beweist, dass es noch ein weiteres Lumina-Pokémon gibt. Und nicht nur das, wir wissen jetzt auch, dass diese Pokémon schon vor dem Fall des Meteoriten existierten. Du wirkst irgendwie zufrieden, Professor. Das bin ich auch. Diese Entdeckung widerlegt zwar meine Theorie, aber das macht sie nicht weniger sensationell. Meine Analysen haben zudem ergeben, dass sich die Energien der einzelnen Inseln an einem Ort bündeln. Das Signal ist zwar sehr schwach, aber dort messe ich auch die Energie eines Lumina-Pokémon. Etwa von dem aus der Mitte der Wandmalerei? Höchstwahrscheinlich. Und wo ist dieser Ort? Die Sache ist die. Das Signal kommt von einer kleinen Insel, die nicht auf dieser Karte verzeichnet ist. Aurum, Ruinen des Schutzes. Ich glaube, dabei handelt es sich um die in Legenden vorkommende Aurum-Insel. Zur Zeit für unsere letzte Erkundung. Lasst uns ein für alle Mal der Wahrheit auf den Grund gehen. Okay. Aber nicht heute. Sorry. Nicht heute. Ich will nochmal zu Stalos. Neues Gebiet verfügbar. Das ist eine ganz schön kleine Insel, wenn man gar nichts davon sieht. Naja. Wir gehen nochmal in die entlegene Höhle Lumina-Zone. Aber Stufe 2 wollte ich sagen. Habe ich das jetzt eingestellt? Eigentlich nicht. Ja doch, das ist aber Stufe 2, denn hier sind jetzt auch FM. Etwas Flecknoll gesagt, aber Flecknoll ist ein anderes Pokémon.
Was ist das? Ach, Okara, okay. Interessant, wie die hier rumschweben. Halten uns noch zu Beerus. Aber wichtiger ist mir eigentlich der Stalos. Sorry, Okara, ich wollte nicht. So flott. Ich weiß ja, dass es hier wieder rauskommt. Zu Beerus fliehen. Kann's verstehen. So, mal eben schauen. Ja, okay, das Bild hatte ich so noch nicht. Das ist also zumindest etwas. Im Nebel ist eine Präsenz zu spielen. Ja, aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Okay, Stalos kommt wieder raus. Okay, wenn ich da was reinwerfe, dann... Es hätte ein besseres Bild werden können, aber naja, okay. Ne, das reicht nicht. Ich muss da schon einen Apfel reinwerfen. Oh, was ist das? Ach, X-Bad. Kann ich da nichts mehr reinwerfen, schade. Halt sich hier der Weg nochmal auf? Also Stalos finde ich super schwer, weil es einfach nur so selten da ist. Und wenn es da ist, dann ja, es ist halt sehr schnell wieder weg. Wollte ich da jetzt lang? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ach, WhatsApp. Oh, du bist so klein, WhatsApp. Ich sehe dich nie. Süß. Okay, es war jetzt nicht sehr nah, aber ich habe mal ein schönes Bild gemacht. Oh, süß! Okay. Also zumindest haben wir ein gutes FM-Bild bekommen. Das ist doch auch was wert. So, dann zurück. So, FM. Moment, ich mache erstmal hier automatisch. Hätte ich auch genommen. Ja. Okara. Nee, hätte ich nicht genommen. Ich nehme das hier. WhatsApp. Habe ich nur das? Ist das neu? Ja, Stufe 3 ist neu. Okay. Stalos, Stufe 2. Okay. Also auch das ist neu. Zu Beerus, Stufe 1 leider nur. Okay. X-Bad, Stufe 3 hatte ich natürlich schon mal. Aber es wird auch nicht so gut sein. Egal. Lumina-Zone. FM. Mhm. Silber, okay. Rockara. Besser als das alte. WhatsApp ist neu. Stalos. Oh, keine 4000 Punkte. Zu Beerus. Könnte besser sein als das alte. Mhm. Ja, ganz knapp nur. Aber es sieht auch besser aus. X-Bad ist natürlich nicht so gut wie das alte.
Ja, ein paar Punkte, aber dauert noch, bis ich hier das nächste Level erreiche. Und dem Professor gefällt das WhatsApp-Bild sehr gut, okay. Jo. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Im nächsten Part gehen wir dann nach Aurum. Vielleicht ins Finale? Wahrscheinlich ins Finale, muss ich eigentlich sagen. Freue mich drauf. Aber hier sehe ich jetzt keine Möglichkeit, noch irgendwas Gutes zu machen. Ja, vielleicht gehe ich nochmal gleich nach Duros, um noch ein gutes Bild von Stalos zu machen und um Stufe 3 zu erreichen. Aber ja, im nächsten Part geht es dann auch um. Leute, bis dahin, nur das Beste.